Leute, hier ist wieder Gesundheit Berlin. Heutiges Thema ist, wie man leicht vegane Gerichte in seinen Alltag integrieren kann. Ja, jetzt ist ja auch Corona und vielleicht sollte man ja doch ein bisschen mehr auf gesündere Ernährung setzen. Es ist auf jeden Fall gesünder, wenn man mehr Gemüse und Obst isst. Und da fängt es einfach schon an, wie man mehr Veganes integrieren kann, weil Gemüse und Obst, das ist vegan. Leute, ernährt euch viel mehr davon. Das sagt auch die WHO fünfmal am Tag und haltet euch an die Richtlinie, dass ihr das auch wirklich integriert. Und da seid ihr schon einen gewissen Prozentsatz an Ernährung auch schon auf der veganen Seite. Ohne dass ihr viel überlegen müsst. Ne? Einfach vielleicht, wenn ihr wirklich so auf Fleisch und auf Milchprodukte und sowas abfahrt, dann macht es zumindest so, dass ihr halt mehr, dass ihr die Beilagen, also Gemüse und in einem Mittagessen Gemüse mehr hinzufügt, als dass ihr Fleisch hinzufügt. Ne? Also das von der Menge her proportional das ein bisschen herabsetzt. Da tut ihr euch erstmal schon was Gutes. Bei Gemüse sind viele Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe drin und damit tut ihr euch eigentlich nur einen Gefallen. Ne? Also wenn ihr hart pur abhängig von sowas seid, tut euch zumindest in der Richtung einen Gefallen und integriert mehr Gemüse in eure Gerichte. Und zwischendurch die Snacks würde ich auch vorschlagen, mehr Obst zu essen. Wenn man so Süßigkeiten erstmal ein bisschen weggelassen hat, die sind so sweet wie Süßigkeiten. Also ich liebe Obst generell. Also nicht nur, ich esse auch ab und zu was Süßes, aber Obst ist so mein Schlager, ne? Also ich liebe das. Dann, wie kann man noch ein bisschen auf vegane Ernährung? Man muss ja nicht alles weglassen, ne? Es reicht ja zum Beispiel schon. Es gibt jetzt momentan so viele Pflanzendrinks. Es reicht schon, wenn ihr euch sagt, okay, ich lasse mal meine Milch im Kaffee weg. Ne? Und wenn euch eine zum Beispiel nicht zusagt, dann schaut mal, ob ihr Haferdrink mögt. Wenn ihr Soja nicht mögt, Haferdrink gibt es, Reismilch. Ich selber trinke Reismilch und ich liebe Reismilch. Und manche zum Beispiel schwören auf Hafermilch. Und diese von Oatmeal, die Hafermilch, die ist sehr cremig. Ne? Also die kann ich auch empfehlen, die ist voll lecker. Und die lässt sich auch gut aufschäumen und so. Und ja, cuttet das doch da schon. Dann habt ihr ein Milchprodukt schon weniger. Dann gibt es auch in den Aufschnitten schon mittlerweile so viele veganes Zeugs. Ich meine, gut, vielleicht ist der Preis vielleicht. Also ich esse die nicht, darum weiß ich nicht, wie teuer diese Wurstalternativen sind. Aber ihr müsst es ja nicht jeden Tag ersetzen. Ihr könnt es ja auch. Zum Beispiel, wenn ihr Frühstück und Abendbrot das esst, dann esst abends vielleicht nur die vegane Alternative. Dann könnt ihr auch besser schlafen, weil das Fleischzeugs nicht so in eurem Darm noch arbeitet. Wäre zum Beispiel ein Vorteil. Außerdem sollte man sowieso bei den Aufschnitten, Salami und sowas, extrem aufpassen. Das ist auch von der WHO als kritisch eingestuft, dass es krebserregend sein sollte. Davon sollte man sowieso die Finger lassen und nicht so viel davon essen. Da würde ich auch vorschlagen, eher auf die veganen Alternativen zuzugreifen. Die haben meistens bessere Inhaltsstoffe, weil auch wenn gesagt wird, Fette und weiß ich, die sind genauso schlecht, das stimmt nicht. Sind meistens viel weniger Fett, also dann haben die kein Cholesterin und dann kommt dazu, die sind aus Pflanzen. Was kann man da groß falsch machen? Ich meine, wenn eine Wurst ist, da ist das dreckigste Zeug da drin. Wer will das eigentlich, ne? Kommen wir auf Süßigkeiten, Gummibärchen, die werden aus Gelatine gemacht. Das sind alles so Abfallprodukte wie Knochen und weiß ich. Das wird chemisch so verändert, dass daraus Gelatine gewonnen wird. Wieso nicht dann gleich vegane Gummibärchen? Schmecken voll lecker. Also ich sehe da keinen Unterschied. Zum Beispiel, da wäre es auch eine Alternative, mal vielleicht zu gucken, was gibt es für Schokoladensorten vegan oder Süßigkeiten. Es gibt ganz leckere Riegel
vegane und es gibt auch ganz leckere Schokoladensorten. Die schmecken sogar fast so wie Lindt-Schokolade. Also damals habe ich Lindt-Schokolade voll gerne gegessen. Und die haben dann auch so einen schönen zarten Schmelz. Versucht es doch damit. Ihr müsst ja nicht alles gleich umstellen, wenn ihr das nicht mögt. Aber so peu à peu, so manche Sachen zu gucken, wäre doch nicht verkehrt. Auch einfach mal auszuprobieren. In der veganen Welt gibt es so viel, was man entdecken kann, was die Geschmacksnerven noch mehr irgendwie so explodieren lässt. Also, wo es einem voll schmeckt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie Beilagen ausprobieren wollt, dann nehmt doch auch mal Kichererbsen statt irgendwie Fleisch in eurem Eintopf mit rein. Kichererbsen schmecken voll lecker, auch Kidneybohnen und die sättigen gut und sind sehr proteinreich. Also als Alternative kann man die. So, jetzt hatte ich da aufgehört bei den Kichererbsen, ne? Ich musste gerade mein Gerät ausschalten, weil kein Speicherplatz mehr da ist. So im Hintergrund schneidet er schon irgendwelche, packt er welche Dateien auf meinen PC, weil ja, ich habe zu viel geredet. Ich hatte auch ein paar andere Videos gemacht und deshalb ist das jetzt am Limit. Und jetzt dachte ich mir, mache ich hier weiter. Ich habe mich auch umgezogen, gehe nämlich gleich zum Laufen. Ja, bei den Kichererbsen, genau. Mit Kichererbsenbohnen kann man das Protein schöner setzen, auch Linsen und sowas. Also wenn man irgendwas zum Sättigen braucht, benötigt. Und dann Kartoffeln und Nudeln, außer man nimmt Nudeln mit Eiern, da muss man halt aufpassen, dass man nicht diese Birkelnudeln nimmt, die Ei drin beinhalten. Ich habe die ja früher auch mal gekostet und damals weiß ich noch ganz genau, dass diese Nudeln mit Eiern überhaupt mir nicht geschmeckt hatten, weil die irgendwie nicht diese Konsistenz von Nudeln hatten, die ich so kannte. Und das hat mir damals gar nicht gefallen. Also, wenn ihr sowas beachtet, da habt ihr schon so viele Sachen, die sowieso schon vegan sind. Und Pizza, da kann man ja auch Pizza mal selber machen, indem man einfach mal den Käse mit veganem Käse ersetzt. Also dem Geschmack tut es nicht weh. Also es schmeckt genauso. Es gibt mittlerweile auch in vielen Restaurants oder Lieferservice auch Käse mit veganem Käse. Käsepizza mit veganem Käse. Daher, also das tut auch nicht Not. Und testet doch einfach mal ein veganes Restaurant, wenn wieder alles offen hat aus. Da kann man ja auch mal was anderes kennenlernen vielleicht. Ja, was gibt es noch? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht ganz transferieren wollt, nur so ein bisschen umstellen. Wie gesagt, es gibt so viel auch leckere Süßigkeiten in vegan. Da kann ich euch zum Beispiel Vego-Schokolade, die ist sowas von yummy, vorschlagen. Und da läuft mir jetzt schon das Wasser zusammen. Und die ha Sachen haben einfach kein Cholesterin, Mensch. Also wenn ihr das nicht für eure Umwelt und für die armen Tiere tun wollt, tut es wenigstens für eure Gesundheit. Und später habt ihr nicht dieses Problem mit dem Cholesterin, wie so manch einer, der sich da diese ganzen Milchprodukte und Fleischprodukte und so weiter zu sich nimmt, habt ihr dann weniger Cholesterin dadurch. Also ist schon eine Sache, die ja, positiv. So, jetzt war der Speicher wieder leer. Jetzt geht's weiter. Ja, ihr müsst ja nicht alles von heute auf morgen umstellen, ne? Also ich habe es auch nicht so schnell gemacht, sondern habe so nach und nach umgestellt und es lief ganz gut. Der Körper muss sich ja auch darauf einstellen, wollen wir mal so sagen. Aber ihr tut euch wirklich einen Gefallen damit, dass ihr einfach ein bisschen mehr Obst und Gemüse einsetzt. Und halt vielleicht ein paar Sachen so ausrangiert und sagt, dafür nehme ich mal was anderes. Vielleicht Dinge ausprobiert, die euch wirklich schmecken und so nach und nach ein paar Produkte, die ihr so nehmt, esst, damit ersetzt. Also so habe ich es damals gemacht. Und dann hat man auch nicht das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten oder irgendwie das Gefühl, man hat vielleicht einen Mangel oder so.
Ich würde euch nicht raten, so von heute auf morgen, sondern es sollte ein längerer Prozess sein, dass ihr umsteigt. Dann kann sich der Körper auch darauf einstellen, da hat man nicht irgendwelche Probleme davon loszukommen. Und beim Käse ist es halt am schwierigsten. Das hatte ich auch bis zuletzt, war ich dabei. Ich wusste auch nicht, dass das irgendwie so abhängig machende Stoffe in sich hat. Und deshalb hat es da am längsten gedauert. Aber mittlerweile vermisse ich das echt nicht mehr. Und wenn man dann umstellt, ganz und gar umstellt, dann sollte man Vitamin B12 auf jeden Fall substituieren. Daran scheitert es meistens, dass die Leute das nicht machen. Ja, und ihr werdet belohnt mit mehr Energie, auf jeden Fall. Ja, und die Gesundheit wird besser. Die Haut wird reiner. Und ja, insgesamt alles besser. Das ist das, was ihr dafür bekommt. Okay, das war's. Tschüss.